vielleicht sogar noch besser als sein Europa der Nation, der einer Nation. Okay, lieber Norbert Kleinwächter, jetzt freuen wir uns auf deinen Beitrag. Vielen Dank. Einen wunderschönen guten Abend euch allen. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Es ist ja schon angeklungen, ich habe ein bisschen Beziehungen zu der Region. Ich habe in Erlangen studiert, da mein Staatsexamen gemacht und mein Schulpraktikum, was verpflichtend war fürs Staatsexamen in Erlangen, habe ich hier in Herzogenaurach am Gymnasium gemacht. Und das waren acht Wochen schöne Zeit, muss ich dazu sagen. Wobei, wenn ich mir jetzt die Typen da draußen anschaue, die vorhin demonstriert haben, dann muss ich mir manchmal die Frage stellen, vielleicht wäre ich lieber in der Bildung geblieben, weil da hätte ich vielleicht was bewirken können. Aber in der Politik bewirkt man auch etwas. Das darf man nie vergessen. Gerade als Oppositionsfraktion treiben wir die anderen vor uns her. Die mögen noch so viele Anträge ablehnen. Die mögen noch so viele Anfragen so, ja, lala beantworten. Peter hat es gerade schön beschrieben. Aber dass wir so viele Leute in unserer Bundestagsfraktion haben, die treffsicher argumentieren, die die anderen immer wieder ins Schach setzen in den Bundestagsdebatten, ich glaube, das hat in unserem Land durchaus was verändert. Wir sind für die gefährlich, deswegen karren die aus ganz Bayern Horden hier ran, um hier regelmäßig zu demonstrieren, wenn wir da sind. Aber wisst ihr, was noch schöner ist? Ihr kommt ja alle aus der Gegend und der Raum hier ist voll. Wir machen aus der Gegend den Raum voll, während die aus Europa sonst wen ankarren. Da haben wir, glaube ich, tatsächlich den längeren Arm, wenn man schon dieses Vergleichsspiel spielt. Und es ist auch angeklungen, ich bin nach meiner Erlanger Zeit und deinem Zwischenaufenthalt dann in Frankreich, dann in Brandenburg gelandet. Und aus der externen Sicht muss ich dann schon sagen, also um euren Ministerpräsidenten beneide ich euch ja nicht. Ne? Wir auch nicht. Und als Franke muss man sich dafür gleichweg schämen. Auf der anderen Seite, ich darf auch den Mund nicht zu sehr aufreißen. Ich meine, ich bin aus letztendlich dem grünen Sumpf von Söder in den rot-roten Sumpf nach Brandenburg gezogen. Das ist auch nicht wesentlich besser. Wo man eben auch einen Flughafen nicht fertigstellen kann und übrigens einen Flughafen hat mit genehmigten Flugrouten, die aber kein einziger Pilot einhält, weil jedem Pilot die Flugrouten zu gefährlich sind. Also ganz lustig, wer sich mal die Diskussion über Flugroute 5, die sogenannte Hopfmann-Kurve, durchliest, das ist mal wieder also politische Fähigkeit in Exzellenz gewesen. Aber beim Flughafen geht es nur um Flugrouten. Es geht nur, leider nur in Anführungsstrichen darum, dass viele tausende Menschen geschädigt worden sind, die jetzt mittlerweile mit Lärm leben müssen, mit Emissionen leben müssen, mit einem Flughafen, der nicht funktioniert, der viel kostet. Aber Deutschland ist tatsächlich am Scheideweg. Und in seiner geistigen Umnachtung hat der Redner, der am Mikro war, als ich unten auf Toilette war, gerade irgendwas ins Mikrofon gebrumpft von wegen, ja, die AfD, die kämpft gegen unsere Vorstellung von einem Klimaschutz und deswegen müssen wir die AfD verhindern. Und mein Latrinengedanke war dann eigentlich, ja, wenn der das fordert, ist es ja eigentlich umso besser, wenn wir diesen marxistischen Gedanken, die damit in Zusammenhang stehen, ein Bein stellen. Weil wie kommt es denn zu dieser Art der angeblichen Klimaschutzpolitik? Hinterfragen wir das doch einmal. Das war doch ein Thema, das war irgendwie plötzlich da. Es ploppte immer wieder mal was auf. Irgendwann war es mal der saure Regen, ja, und dann waren es irgendwann mal die Tropenwälder in Brasilien. Und jetzt ist es also plötzlich angeblich die Tatsache, dass wir also in, wenn wir mehr als 1,5 Grad Erderwärmung haben, dann irgendwie kein menschenwürdiges Leben mehr führen können. Also wir haben jetzt eigentlich in der grün-schwarzen Ideologie die Auswahl. Wir können also am Klimawandel sterben, wenn wir nichts dagegen tun. Oder wir können an Corona sterben, wenn wir uns nicht alle hinter Masken und 3G und sonst was sperren. Aber ich sage ganz ehrlich, ich als AfD habe den Glauben, dass wir nicht sterben, sondern dass Deutschland leben wird. Dazu muss man aber den Willen zum Leben haben. Dazu muss man den Willen zum Leben haben und den Mut zu Deutschland. Und den haben wir als AfD. Und deswegen sagen wir, wir werden weder an irgendeinem Klimawandel sterben, noch werden wir an Corona sterben, sondern wir werden nur dann sterben als Gesellschaft, wenn wir uns die Freiheit wegnehmen lassen. Und das ist nämlich wirklich das Ziel der ganzen Politik, die die uns versuchen einzuholen. Und wie demokratisch das alles ist, haben wir sehr gut 2019 beobachten können. Wir erinnern uns an die sogenannte Europawahl. Und uns wurden drei Kandidaten präsentiert. Ein unfähiger Manfred Weber, ein unfähiger Franz Timmermans, eine unfähige Margarete Vestager. Alles klar, die Leute konnten zur Wahl gehen, obwohl es keine gleiche Wahl ist, weil man braucht nämlich in Deutschland 800.000
Also Wähler, Bürger für einen Abgeordneten. In Zypern braucht man nur um die 10.000. Also so ist also die Gleichheit der Wahl in der Europäischen Union. Also dieses Pseudoparlament wurde gewählt und mir wurde Kommissionspräsident in, mit Sternchen natürlich gedacht, Ursula von der Leyen, die es geschafft hat, die Bundeswehr so runterzuwirtschaften, dass sie am Ende ihrer Amtszeit weniger Material hatte als die Taliban jetzt nach dem Abzug der Bundeswehr. Aber es war interessant, was diese Frau gleich am Anfang gemacht hat. Ich meine, Jean-Claude Juncker kennen wir alle noch, der war versoffen und war eigentlich der Staaten von Europa und so weiter. Hat man gedacht, okay, gut, dass der weg ist. Aber Ursula von der Leyen hat Folgendes gemacht. Die hat eine Rede gehalten und ein Papier herausgegeben über ihre Pläne als EU-Kommissionspräsidentin. Und gleich kam plötzlich das Schlagwort European Green Deal. Diese Idee des Green Deal, die kannte man bisher nur von amerikanischen Ökosozialisten. Ja, wer Alexandria Ocasio-Cortez als Name kennt, das ist der Inbegriff davon. Ja? Und die ist natürlich auch eng verbunden mit den beiden. Also das kommt aus der absoluten Ökosozialisten-Ecke aus Amerika, genauer gesagt Kalifornien. Und plötzlich bringt Ursula von der Leyen diesen Begriff. Und ich habe mir schon gedacht, oh hoppla, das musst du lesen. Was steht drin? Verbot aller Verbrennungsmotoren, Verbot aller Verbrennungsheizungen, Zwangssanierungen aller Gebäude, also auch dieser Fachwerkgebäude, aller Gebäude, weil für den Klimaschutz müssen wir alles tun. Und dann ein bisschen Digitalisierung und dann soll man also durch ein paar Sprunginnovationen, wo auch immer die herkommen sollen und wo auch immer der Sprungstartpunkt sein soll und der Sprungendpunkt, da soll man dann also erreichen, dass irgendwann mal Bakterien Stahl produzieren und dann ist alles gut und damit ist der Green New Deal ein Wachstumsprogramm für die Gesellschaft. Also wer das glaubt, der glaubt auch, dass die da unten auf dem Platz recht haben. Nee, ganz ehrlich, da wird ein Programm ganz offen vorgetragen, das nichts anderes ist als die Axt an den Grundlagen unserer Gesellschaft. Wenn ich an, vor allem auch unserer Wirtschaft, unseres Wohlstands, wenn ich anfange, im Endeffekt Benzin zu verbieten, wenn ich anfange, im Prinzip Strom zu verbieten, ja, womit soll denn dann unsere Wirtschaft noch arbeiten? Wovon, womit sollen wir leben? Und es gibt keinen Plan für eine vernünftige, klimagerechte Wirtschaft, weil es den nicht geben kann. Menschen emittieren verschiedene Arten von Stoffen, auch CO2. Verbrennungsprozesse produzieren generell CO2. Aber ich kann nicht sagen, auch jetzt mache ich mal bis 2030 oder 35 oder 40, Sie haben sich ja immer ums Jahr gestritten, eine Klimaneutralität, das wird nicht funktionieren in einem Hochindustrieland wie Deutschland. Und während China 100 Flughäfen baut und viele Kohlekraftwerke gleichzeitig hochzieht, glauben wir, dass wir mit der Abschaltung unserer Kohleenergie, dass wir übrigens mit einem gleichzeitigen Ausstieg aus der Kernenergie, den alle anderen Länder eher als Einstieg begreifen, die bauen alle Kernkraftwerke, damit sie sagen, das ist eine Übergangstechnologie, da wollen wir eine Wirtschaft am Laufen haben, die extrem energieintensiv ist. Ich sage nur zum Beispiel Stahl, die darauf basiert, dass Leute tatsächlich Autos entwickeln, Autos bauen und Autos kaufen, die dann übrigens auch fahren, ja, und diese Wirtschaft soll umgebaut werden hin zu einem, das muss man sich mal wirklich vorstellen, also gleichzeitig Verbrennungsmotoren und Verbrennungsheizungen verbieten, die Leute sollen alle ihre Gebäude sanieren, ihre kompletten Heizungen umstellen, natürlich auf Wärmepumpe ist ja das Einzige, was mit Strom geht, Wärmepumpenheizungen haben eine Vorlauftemperatur von 30 bis 35 Grad, nicht 70, das bedeutet, die Plattenheizkörper gehen nicht mehr. Man braucht also Fußbodenheizungen, also alle Böden aufreißen, alle Parkettböden müssen sowieso weg, also kann nur noch Böden haben, die fußbodenkompatibel sind. Und das sollen sich die Leute irgendwie leisten und dann auch noch E-Autos kaufen. Und dann wird's lustig, wenn gleichzeitig im Winter die Windräder stillstehen, die Wärmepumpen ans Netz gehen und das E-Auto geladen wird. Dann möchte ich wissen, wo der Strom noch herkommen soll, um das alles zu betreiben. Aber wahrscheinlich glaubt ja Annalena Baerbock, dass Strom auch in saurem Regen enthalten ist. Aber ist es schlimm, weil es essentiell eine Bildungsfrage ist? Weil essentiell die Tatsache, dass viele Menschen das glauben, was ihnen die Medien da so servieren, auch darauf hindeutet,
dass man den Leuten die Zusammenhänge nicht vermittelt hat. Dass man den Leuten auch übrigens offensichtlich erdgeschichtlich nichts vermittelt hat. Also ich habe noch was über die Jurazeit und was auch immer im Erdkundeunterricht gelernt und dass es auch Warmzeiten gab. Mittlerweile ist es sicherlich aus dem Lehrplan verbannt, weil das passt ja nicht zur Hammerkurve des IPCC, der ja explodiert. Und wenn wir jetzt nicht sofort was unternehmen, dann werden uns die Meere fressen. Nein, das werden sie nicht. Und liebe Freunde, wir brauchen einfach mal wieder eine Politik des Mutes und nicht eine Politik der Angst. Genau die Angst ist es doch, was andere die ganze Zeit versuchen, der Bevölkerung einzuflößen. Eben Angst vor dem Virus, Angst vor dem Klima und dann zu sagen, ja, wählt uns, wir können was gegen eure Angst tun, die wir euch erst vorher eingeflößt haben. Das ist unredlich. Und wer auch nur einmal um die Ecke denkt, merkt, was da eigentlich für ein Spiel läuft. Es geht um etwas, was in den EU-Dokumenten offen steht und was die Grünen auch ganz offen beschreiben und was übrigens auch Anja Kraljicek bereits, die Bundesbildungsministerin von der CDU, ganz offen verkündet hat. Es geht um eine ökologisch-soziale Transformation. So nennen die das selber. Aber ich sage euch was, ich habe keine Lust, transformiert zu werden. Also Gesellschaften verändern sich immer. Das ist ganz natürlich. Der Mensch entwickelt sich weiter, Gesellschaften verändern sich aber meistens von unten. Ja? Leute pflegen Traditionen von selber, Leute machen auch Veränderungen von selber. Gesellschaften ändern sich von unten. Sprachen übrigens auch. Was die versuchen, ist eine Veränderung von oben. Die sagen, du darfst jetzt nicht mehr das tun, was du immer getan hast. Du darfst jetzt nicht mehr Kunden sagen und du darfst jetzt auch nicht mehr Lehrer sagen und du darfst jetzt auch nicht mehr Studenten sagen, sondern das sind jetzt Kundinnen und Kunden oder Kundinnen. Ja, und es sind LehrerInnen und es sind Studierende. Nein, sind es nicht. In der deutschen Sprache gelten die alten Begriffe eigentlich weiter. Und man sollte sich eigentlich auch konsequent gegen diese Veränderung von oben wehren. Denn wer sagt denn schon, wenn er am Esstisch sitzt, am Abend mit seiner Familie, am besten noch mit der Oma. Stellen wir uns einfach mal vor, wir haben da eine Kassiererin aus dem Supermarkt. Ach, heute hatte ich aber viele böse KundInnen. So wird sich niemand je ausdrücken. Aber das zeigt doch, diese Spaltung, ja, zwischen dem, was die Gesellschaft praktiziert und zwischen dem, was die uns aufdrücken wollen, was wir machen. Und genau das Gleiche passiert in der EU-Politik und genau das Gleiche passiert in der Klimapolitik. Weil die Menschen wollen nicht so schnell weg von ihrem Angestammten, was sie haben, von der Technologie, der sie vertrauen, weil sie ja auch sehen, ja, mit meinem Benziner komme ich 1000 Kilometer, mit dem E-Auto komme ich, wenn ich Glück habe, 300 Kilometer. Was nehme ich dann, wenn ich Langstrecken zu fahren habe? Das E-Auto? Nein. Der Zwang ist immer nur dann erforderlich, wenn die Menschen freiwillig erkennen, dass das, was man ihnen da so anbietet als Köder, zu ihrem eigenen Nachteil ist. Und deswegen zwingt man die Menschen dazu, es zu tun. Die Menschen sollen gezwungen werden, E-Autos zu fahren. Die Menschen sollen am besten in den Großstädten von den Grünen gezwungen werden, gar nicht mehr Auto zu fahren. Die Grünen in Berlin fordern übrigens innerhalb des Innenstadtrings ein absolutes Autoverbot, das man nur 12-mal im Jahr als Anwohner brechen darf. Also 12-mal im Jahr, einmal im Monat, darf man mit einem Auto dann noch nach deren Vorstellungen nach Berlin reinfahren. Und wer sich so ein bisschen in Berlin auskennt, also mit Berliner Ring, ist tatsächlich im Prinzip der S-Bahn-Ring dann gemeint. Also alles, was irgendwo, also die zentralen Kieze sind, 2 Millionen Menschen hätten kein Recht mehr, irgendwo ein Auto zu benutzen. Das steht im grünen Parteiprogramm für die Wahl in Berlin. Das wollen die, so denken die. Verbieten, gängeln. Vorschreiben. Naja, verbieten, gängeln, vorschreiben kennen wir ja auch von der Corona-Politik. Denn was ist denn das wieder für ein... Ist da eine Frage da? Bitte. Ich habe eine Frage. Also, ich bin jetzt neu dazugekommen und ich muss sagen, ich stand vorhin an der Folge mit... Vielleicht haben mich auch ein paar Leute gesehen. Hat jetzt trotzdem mal interessiert, wie es hier abläuft und so weiter. Ich habe eine Frage. Wie steht ihr eigentlich zu Wasser? Mit Wasserstoff auf. Ich darf vielleicht ganz kurz dazwischen gehen. Gut für die Frage, aber wir haben es so vorgesehen, so nachher. Ich beantworte das ganz kurz mit, weil wir ja gerade bei der Energiefrage sind. Also wir als AfD sind eine Partei der Freiheit und wir stehen deswegen für eine Technologieoffenheit.
Wasserstoff kann eine Technologie der Zukunft sein, genauso wie synthetische Kraftstoffe sein können. Genauso übrigens wie auch E-Autos dazu gehören. Natürlich, die haben auch ihre Vorteile. Das ist eine Technologie, die auch ihre Vorteile hat. Wenn ich mit einem Auto maximal so 100 Kilometer am Tag fahre, ist das E-Auto wahrscheinlich schon heute eine ganz gute Alternative, die ich mir überlegen sollte als Autofahrer. Kann man sich überlegen, wenn ich die Infrastruktur habe. Aber das Schwierige, was wir ablehnen, das ist, dass Technologien verboten werden, ohne dass es adäquate Ersatztechnologien gibt. Wir kritisieren diese Verbotsstrategie. Wir sind eine Partei des Marktes. Eine bessere Technologie wird sich durchsetzen. Oder telefoniert hier noch irgendjemand mit dem Wählscheibentelefon? Schön, auf der Arbeit im Keller. Gut, okay. Also Museumsstücke wird es immer geben. Aber generell gilt, die bessere Technologie setzt sich durch. Ja, die alte bleibt manchmal noch ein bisschen parallel erhalten, aber im Wesentlichen gehen die Leute zu einer modernen Technologie. Ja, beim Telefon sieht man das sehr gut, wie gesagt, deswegen habe ich das Beispiel genannt. Und die beste Technologie mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis und dem besten Nutzen wird sich einfach durchsetzen. Und wir sind dafür, dass das wirklich der Markt regelt, dass Technologie frei erforscht werden kann und die beste Technologie möge sich durchsetzen. Dazu haben wir auch die Voraussetzungen als Deutschland. Wir haben hervorragende Ingenieure, wir haben hervorragende Forscher, noch haben wir hervorragende Forscher, die eigentlich wissen, was zu tun ist, die aber nicht mehr das tun dürfen, von dem sie überzeugt sind, dass es das Richtige ist, weil die Fördertöpfe, die mich mit Subventionen überschütten für irgendwelche Projekte, die eigentlich kopfgeboten sind, die nicht funktionieren können und werden und die Geld verbrennen, aber unsere Gesellschaft nicht voranbringen. Und wir sind einfach für die Freiheit da. Aber um diese sozial-ökologische Transformation wird gekämpft. Dafür wird gekämpft. Die wollen das unbedingt. Weil sie damit Macht gewinnen und weil ich natürlich, wenn ich den Wohlstand zerstöre, Menschen besser kontrollieren kann. Ich schaffe ja Bedürfnisse. War schon immer die Politik der SPD, erst die Steuern und Abgaben massiv erhöhen. Dann haben die Leute das Problem gehabt, dass sie in Armut waren, dass sie nicht mehr wussten, wovon soll ich eigentlich meine Wohnung zahlen. Und dann kommen mit einer Pseudolösung, ja, wir machen jetzt einen Mietdeckel. Ja? Oder wir sorgen jetzt Olaf Scholz für sichere Renten. Ja, Blödsinn. Es war doch Schröder, der die Rente geschröpft hat. Es war SPD mit Grünen, die das Rentensystem ruiniert haben. Die haben nämlich die Riester-Rente eingeführt, die haben die Rürup-Rente eingeführt. Die haben im Endeffekt eingeführt, dass das Rentenniveau deutlich sinkt und haben dafür ein Ersatzprodukt eingereicht, was im Endeffekt nur einen Placebo-Effekt hatte, wo immer noch heute die Leute mit zu hochgerechneten Renditen betrogen werden. Bei der Riester-Rente haben 3/4 der Verträge eine jährliche Rendite von 0 bis 2%. Und das ist Betrug am Wähler. Das muss man mal ganz deutlich sagen. Eigentlich sollte man das fast unter jedes Plakat vom Scholz hängen mit den sicheren Renten. Ihr seid daran schuld, dass die Renten so niedrig sind, wie sie heute sind. Das war ein Vergehen der SPD. Und es wird auch, wenn die SPD wieder an die Macht kommen sollte, als Hauptverantwortliche in der Regierung, sie sind ja bisher auch immer an der Macht gewesen, wird es auch nicht besser werden. Aber es ist auch in Bezug darauf, wie wir als Gesellschaft überhaupt noch mitentscheiden sollen, eine Frage der Zukunft. Deutschland ist am Scheideweg. Und das erkennen wir genau daran, was auf europäischer Ebene so läuft. Und weil ich im EU-Ausschuss ja auch bin und in verschiedenen parlamentarischen Versammlungen, in der deutsch-französischen parlamentarischen Versammlung, möchte ich darauf auch mal ganz kurz eingehen. In der EU wird massiv daran gearbeitet, Wahlen zu untergraben. Und nationale Souveränität zu untergraben. Wir sehen Einmischungsversuche der Kommission in andere Länder, sehr deutlich zum Beispiel bei Polen, bei Ungarn. Ich finde es immer sehr interessant und bezeichnend, wenn Deutschland auf Polen zeigt und sagt, oh, die haben jetzt aber irgendwelche politisch konformen Verfassungsrichter eingesetzt. Sie sind aber ganz böse, die verrenten alte Richter, die noch im Kommunismus gekommen sind, die werden jetzt also verrentet und das ist also gegen die Rechtsstaatlichkeitsprinzipien von Europa. Das kann man so sehen. Dann frage ich mich aber, ob es den Prinzipien von Europa genügt, wenn der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, just nachdem er eine flammende Rede auf den Global Compact on Migration gehalten hat im Deutschen Bundestag, von den Bundestagsfraktionen außer uns ins Bundesverfassungsgericht geschickt worden ist, um dort Präsident zu spielen. Ein ganz klarer Merkelist, politisch abhängig, hat seine Karriere ausschließlich Dr. Angela Merkel zu verdanken und wird politisch im höchsten Gericht Deutschlands installiert. Wenn das den Rechtsstaatlichkeitsanforderungen genügt,
dann genügen ehrlich gesagt die polnischen Reformen den Rechtsstaatlichkeitsanforderungen erst recht. Aber es wird mit zweierlei Maß gemessen, denn der Habert von der Merkel, der ist gewollt. Das, was die Polen machen, ist nicht gewollt, denn die Polen setzen auf nationale Souveränität. Sie setzen auf demokratische Entscheidungen im eigenen Land. Und das unterscheidet sie mittlerweile sehr deutlich von dem, was im Rest Europas so abgeht. Denn die Vereinigten Staaten von Europa sind durchaus geplant. Axel Schäfer von der SPD fordert die sehr offen. Und die Kommission war ja auch nicht müde. Die hatte also nicht nur im Bereich Klima einiges vorgeschrieben, das erste Klimagesetz erlassen, obwohl sie gar keine Gesetze erlassen darf. Aber gut, das beiseite. Sie hat auch eine Konferenz zur Zukunft Europas eingerichtet. Und das ist ein interessantes Format. In Anlehnung an das, was Macron mit seinem Grand Débat in Frankreich so gemacht hat, Macron ist ja das Vorbild für alle, also der will ja auch Vereinigte Staaten von Europa, hat man eine Konferenz zur Zukunft Europas eingerichtet, die eben nicht aus Parlamentariern primär besteht, sondern aus der Zivilgesellschaft. Also die Zivilgesellschaft soll jetzt die Zukunft Europas definieren, in verschiedenen Bereichen. Unter anderem wird auch diskutiert, die Verträge zu ändern. Was bei den Verträgen rauskommen soll, wissen wir, eine europäische Verfassung, beziehungsweise Vereinigte Staaten von Europa. Das ist das Ziel einiger der Protagonisten. Übrigens, für Deutschland sitzt eine linksextreme Organisation als Zivilgesellschaft da drin, die schon die Vereinigten Staaten von Europa ganz offen fordern. Es gibt einige Parlamentarier, aber die sind in ihrer Macht sehr deutlich beschränkt, in ihrem Einfluss sehr deutlich beschränkt. Das Wort sollen die Zivilgesellschaft haben und zufällig ausgewählte Bürger. Da gibt es also Bürgerforen, und dann werden die also irgendwie zufällig ausgewählt. Und dann wollte ich mal im EU-Ausschuss wissen, wer wählt denn eigentlich diese Bürger aus? Also sitzt da jetzt ein Notar und zieht Personalausweisnummern aus der Lostrommel? Oder wie funktioniert das? Und dann wurde mir erklärt, nein. Also wir haben da Organisationen, die Demokratie leben. Die haben große Erfahrungen in der Auswahl zufällig ausgewählter Bürger. Wer Demokratieleben kennt, weiß, es ist diese Veranstaltung, die im Endeffekt nichts Besseres zu tun hat, als ständig gegen die AfD zu hetzen, uns als irgendwie rechtsextrem zu verleugnen, sich selbst als den Nabel der Demokratie zu feiern. Und wenn die zufällig ausgewählte Bürger auswählen, dann kann man sich vorstellen, wie viele dieser zufällig ausgewählten Bürger AfDler sind. Die müssen da schon undercover reingegangen sein, damit sie das Glück haben, in diesen Bürgerforen teilzunehmen. Und dann weiß man aber natürlich vorher auch, was das Ergebnis sein wird. Die Konferenz zur Zukunft Europas wird eine Reform Europas empfehlen, hin zu Vereinigten Staaten von Europa. Die EU-Kommission wird sagen, schaut mal, die Bürger Europas haben gesagt, wir wollen die Bürger, wir wollen Vereinigte Staaten von Europa, das machen wir jetzt. Dann gibt es einen EU-Verfassungsentwurf und dann, wenn der durchgeht in den entsprechenden Mitgliedstaaten, wo geworben wird, ja, die Bürger wollen das doch, das habt ihr doch gesagt, wird mit dieser Argumentation versucht, das durchzubringen, wird gehofft, dass die Franzosen dem zustimmen, die Niederländer dem zustimmen, die das letzte Mal ja das noch blockiert hatten. Und wenn das kommt, ist deutsche Souveränität Geschichte. Nein, wir dürfen nicht abstimmen. In Deutschland gibt es keine Referenden zu so einem Thema. Das ist ja nicht wichtig genug. Also wenn das Grundgesetz aufgelöst wird, ist es nicht wichtig genug. Das entscheiden unsere Volksvertreter, insbesondere von CDU, CSU und SPD. Und wir sehen ja auch schon, dass diese deutsche Souveränität in verschiedenen Bereichen immer weiter ausgehöhlt worden ist. Ich meine, dass es mal in Stein gemeißelt worden war, vermeintlich in Stein gemeißelt, bei den Maastricht-Verträgen hat man ja auch gebrochen. Was waren die Versprechen an die Deutschen bei der Einführung des Euro, der von Anfang an ein Teuro war? Ja, niemals wird ein Staat für die Schulden eines anderen haften und es gibt Stabilitätskriterien, die alle erfüllen müssen. 60% des Bruttoinlandsprodukts darf die maximale Staatsverschuldung sein oder 3% jährlich. Mittlerweile liegt der Durchschnitt der EU-Staaten, und das ist noch die Zahl vor der Corona-Pandemie, bei 78%. Also der Durchschnitt im Euroraum liegt schon höher als die Maximalgrenze, die nach den Maastricht-Kriterien eigentlich erlaubt ist. Und man hat munter angefangen, ein Target-2-System zu etablieren. Target-2 bedeutet im Wesentlichen, dass andere Länder, wenn Waren geliefert werden aus dem Land, das Geld im Prinzip anschreiben können bei der EZB und das nicht wirklich bezahlen müssen mit tatsächlichen Werten. Das wird einfach im Endeffekt virtuell aufgenommen. Die Target-2-Salden von Deutschland, wo andere Länder uns schulden, liegen zwischen 950 Milliarden und 1 Billion Euro. Schwankt logischerweise immer. Ne? Das ist Wahnsinn. 1 Billion Euro Target 2 sein.
Und dazu hat man dann auf EU-Kommissionsebene ja noch weitere Fonds eingeführt, einen Eigenmittelbeschluss eingeführt. Jetzt will die EU eigene Mittel eben erwirtschaften, eigene Steuern erheben, wie eine Digitalsteuer. Steuererhebungsmöglichkeiten sind ein Kriterium nationaler Souveränität. Deswegen Steuern auf EU-Ebene, die wollen diese nationale Souveränität. Und die Haftung für andere Staaten ist auch schon längst da. Ich sage nur ESM, Europäischer Stabilitätsmechanismus, jetzt auch der sogenannte Corona-Wiederaufbaufonds, der ja auch eine interessante Renaissance war. Als Ursula von der Leyen angetreten war, hat sie 1 Billion Euro für die Bekämpfung des Klimawandels gefordert. Aber alle gesagt, 1 Billion, du spinnst. Dann gab es Corona. Dann kam die Forderung von Ursula von der Leyen wieder, lass uns ein Corona-Wiederaufbauprogramm machen mit 500 Milliarden. Dann haben plötzlich Merkel und Macron gesagt, ja, ist super, wir machen gleich 750. Und dann wurden es 750 Milliarden. Deutschland haftet für 240 Milliarden Euro. Rauskriegen tut es 27. Das ist der Unterschied im Corona-Wiederaufbaufonds. Und übrigens, daraus bekommt kein einziger Gastwirt, der Pleite machen musste oder irgendwie Schäden hatte, irgendetwas zurück. Keiner aus dem Ahrtal, der von dem Hochwasser im Endeffekt geschädigt wurde, kriegt aus diesem Fonds irgendwas. Nein, das dient der Finanzierung grüner Projekte, Klimaschutz und in gewisser Weise Digitalisierung, wobei mit Digitalisierung auch kein einziges Projekt gemeint wird, was wirklich die Digitalisierung in unserem Land voranbringt. Die europäischen Digitalisierungsmittel werden übrigens dahin reingesteckt, dass jeder Schüler für sein Handy eine Datenflatrate bezahlt bekommt, um in der Corona-Pandemie am Fernunterricht teilnehmen zu können. Wenn das unsere Digitalisierungsmittel sind, dann muss man ganz ehrlich sagen, gute Nacht Deutschland, ja? Man hat nichts gegen Digitalisierung, aber Digitalisierung muss man ordentlich machen. Infrastrukturinvestitionen, Glasfaservernetzung, ja, auch ein gewisser, aber sicherer 5G-Ausbau. Das ist alles wichtig, das muss man sich alles angucken, aber nicht in irgendeiner Weise hier das Geld einfach verkonsumieren. Daran hat sich auch schon Deutschland gewöhnt. In trauter Einheit mit Italien, Frankreich, Portugal, Spanien, Griechenland und den ganzen anderen Pleitestaaten. Und Olaf Scholz hat es auch geschafft, diese Schuldengrenze der Maastricht-Kriterien selbst zu brechen. Wir waren vor dem Amtsantritt von Olaf Scholz bei ungefähr 55% Staatsverschuldung des BIP. Jetzt sind wir bei über 70. Das hat Olaf Scholz als Finanzminister in Zusammenarbeit mit der CDU-CSU-Regierung eben zu verantworten. Aber was bedeutet das für uns? Wir sind am Scheideweg. Wir sind am Scheideweg, weil sich die Menschen jetzt gerade bei dieser Wahl überlegen müssen, was will ich eigentlich für die Zukunft? Und das ist wichtiger denn je. Will ich eine Zukunft, wo meine Stimme gar nichts mehr entscheidet? Manchmal jetzt kann man sich die Frage stellen, wie groß ist die Auswirkung einer so einer Stimme, wenn man sie bei der Wahl jetzt abgibt, erste, zweite Stimme. Die Auswirkungen sind dann groß, wenn man AfD wählt, weil wir mit dieser ganzen Politik aufhören und weil wir wieder Politik für die Menschen machen. Weil wir sagen, wir schauen uns an, wovon profitiert der normale, hart arbeitende Arbeitnehmer? Der normale Deutschland, unser Spruch ist Deutschland, aber normal. Wovon profitiert der? Der profitiert davon, wenn wir eben Lasten von den Schultern nehmen. Deswegen wollen wir runter mit den Steuern und mit den Abgaben. Ganz zentral, auch die Mehrwertsteuer senken. Das ist alles viel zu teuer, was dazu zu bezahlen ist. Wir müssen raus aus diesem Schwachsinn der erneuerbaren Energiegesetzumlage, wo der Strompreis immer weiter steigt. Und wir wollen auch raus aus diesen CO2-Emissionsabgaben, wo der Diesel im Endeffekt um 8 Cent pro Jahr steigen soll und der Benzinpreis um 7 Cent pro Jahr. Die Bild-Zeitung hat vor 3 Tagen irgendwie getitelt, in Deutschland soll alles der teuer Hammer. Das verschweigt uns die Politik. Aber nein, nicht die Politik verschweigt uns das. Die etablierten Parteien verschweigen uns, was sie tatsächlich wollen. Die AfD will das nicht. Wir schützen die Leute davor. Wir wollen keine EEG-Umlage, keine CO2-Emissionssteuerung, runter mit den Steuern und Abgaben, dafür rauf mit den Leistungen für Familien, die Unternehmer entlasten, ihnen ein Umfeld geben, wo sie wieder gut wirtschaften können. Ja, und auch raus aus dem Euro. Ganz zentral. Der Euro hat unseren Wohlstand massiv reduziert. Wir sehen es daran, dass die Rentner kein Geld mehr zum Leben haben. Frag mal einen Durchschnittsrentner. Die leben nicht besonders gut. Der Euro mit seiner EZB und den Negativzinsen hat den Rentnern sowieso die Riester-Rente gekostet, deswegen diese 0-2%, aber hat im Endeffekt auch zur Folge, dass die Rentner im Alter nicht mehr wissen, wovon sie wirklich leben sollen.
Die Kosten sind viel zu hoch, die Mieten explodieren, Immobilienpreise explodieren auch. Übrigens das zum Thema junge Generation. Wer jetzt noch eine Familie gründen und sich ein Haus kaufen will, viel Spaß. Die Mieten in Berlin sind seit 2015 um 40,5% gestiegen. Die Löhne im vergleichbaren Zeitraum um 4%. Aber die Geldmenge im Euroraum, die die EZB kontrolliert, ebenfalls um 40%. Und in der Volkswirtschaft gibt es die Formel, Geldmenge ist gleich Preisniveau. Wenn ich die Geldmenge erhöhe, erhöhe ich auch das Preisniveau. Genau das macht die EZB und zwar massiv. Plus 40% ist eine Hausnummer. Und deswegen wird alles teurer. Deswegen werden die Immobilien teurer, deswegen werden die Sachwerte teurer. Denn dieses gedruckte Geld, das bekommen ja nicht Sie und auch nicht Sie. Dieses Geld bekommen im Endeffekt auf der einen Seite die Pleitestaaten, wie Spanien, Italien, Frankreich, die sich immer refinanzieren müssen, die aber auch nicht sparen wollen. In Italien ist das Renteneintrittsalter immer noch bei 60. Immer noch bei 60. Ja. Und auf der anderen Seite bekommen es Investoren, Institutionen, Banken, die dieses Geld natürlich nehmen als Negativzinskredit und sofort in alle Sachwerte stecken, die sie finden können. Und dann ist klar, Angebot und Nachfrage, die Preise steigen ins Unermessliche. Aber das Geld fällt in seinem Wert eben auch in den Boden. Und genau deswegen haben diejenigen, die gespart haben, das Nachsehen. Diejenigen, die arbeiten, die mit ihrer Hände Arbeit ihr Leben verdienen, haben das Nachsehen. Und unsere Rentner haben auch das Nachsehen. Es ist eine Frage der Geldpolitik, warum die Menschen so arm sind. Und deswegen ist für mich der essentielle Teil unseres Rentensystems, das wir vorschlagen, nicht die 20.000 Euro Beitragsbonus für die Familien, damit die junge Generation nachkommt. Das ist ja auch ein Generationenproblem. Nein, eigentlich ist der essentielle Teil des Rentensystems, dass wir sagen, wir gehen raus aus diesem kaputten Euro und wir gehen wieder rein in eine nationale D-Mark, wo wieder Geldmengenstabilität, Geldwertstabilität, Inflationsstabilität im Vordergrund stehen. Genau das, diese harte D-Mark, hat uns immer stark gemacht. François Mitterrand hat es mal als die Atombombe Deutschlands bezeichnet. Die D-Mark. Ja? Diese Atombombe können wir uns wiederholen. Und ich bin nicht kriegerisch, aber ich will etwas haben, was uns stark macht. Und das ist die D-Mark. Und die wird uns wieder stark machen. Dann ist allerdings ganz klar der Euro kaputt. Aber den Preis, den müssen wir in Kauf nehmen. Es geht allerdings in die andere Richtung. Und wie gesagt, während die Europäische Kommission hier mit der Konferenz Zukunft Europas Vereinigte Staaten von Europa vorbereitet, hat Macron und Merkel etwas ganz Eigenes gemacht. Die sind plötzlich auf die Idee gekommen, es gibt ja diesen ollen Élysée-Vertrag von 1963, da machen wir jetzt mal eine Neuauflage. Und haben den Vertrag von Aachen gemacht. Eine verbindliche Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich. Viele Artikel. Ich habe das mal in einem Video analysiert, wen es interessiert, auf meinem Kanal Norbert Kleinmich da auf Facebook oder YouTube, ist 2018 im Januar gewesen. Da habe ich das auseinandergenommen. Über eine Stunde habe ich für die Analyse gebraucht. Lauter Dinge, die wir nicht wollen. Energieunion, Verteidigungsunion, im Endeffekt auch eine Finanzmarktunion. Und das Heikelste daran, der Artikel 14, wenn ein Land sich angegriffen fühlt, nicht angegriffen ist, da reicht schon angegriffen fühlt, zum Beispiel durch einen Cyberangriff, zum Beispiel aus Russland, ob das jetzt die Russen waren oder einfach nur ein Hacker, dann kann dieses Land den Krieg erklären und das andere ist mit zum Kriegseinsatz verpflichtet. Frankreich kann uns jederzeit in einen Krieg seiner Wahl mit einbeziehen und wir haben uns vertraglich über den Vertrag von Aachen dazu verpflichtet. Das ist zwar bereits passiert in Mali, wo wir auch nur französische Interessen vertreten, aber jetzt wird daraus sogar auch noch eine juristische Verpflichtung. Merkel hat mit dem Vertrag von Aachen unsere Souveränität bereits zum Teil an die Franzosen verkauft. Und der größte Clou war ja dann auch noch die deutsch-französische parlamentarische Versammlung. Da hatte ich die zweifelhafte Ehre, als Mitglied der AfD-Fraktion und als Entsandter der AfD-Fraktion dort in der Arbeitsgruppe das Parlamentsabkommen zu verhandeln. Und die wollten ohne Mist ein deutsch-französisches Parlament haben, was Beschlüsse fassen kann, an die Deutschland und Frankreich gebunden wären. Aber wieder nicht mit einer gleichen Wahl, sondern mit Entsandten, 50 Franzosen und 50 Deutsche. Und wer weiß, dass in Frankreich um die 60 Millionen Menschen wohnen und bei uns so um die 83, der kennt den Unterschied. Also 50 Franzosen, 50 Deutsche. Und man hätte natürlich dann mit einer Mehrheit von Macron und Union verbindliche Beschlüsse für beide Länder fassen können. Ich war der Einzige, der dagegen war, gegen diese verbindlichen Beschlüsse. Und natürlich wollten sie mich erstmal ignorieren.
So habe ich gesagt, das kann doch nicht sein, das ist doch gegen das Grundgesetz. Im Grundgesetz kann doch kein Parlament über den Bundestag geben. Was soll denn das? Geht nicht. Hat mich Christian Petri von der SPD übel angefacht. Ja, natürlich müssen die verbindlich sein, das ist doch ganz klar. Das macht die ganze Sache doch gar keinen Sinn. Das wollen wir doch, dass es verbindlich ist. Ja klar, die SPD will, dass Deutschland nicht mehr existiert. Ganz klar. Dann hat mir nach der Veranstaltung, nach der Versammlung, ist mir einer von einem Beamter hat nachgelaufen von der Bundestagsverwaltung. Gesagt, Herr Kleinwichter, bleiben Sie mal stehen. Ich bin Ihnen unendlich dankbar, so sein Wortlaut, dass Sie das mit dem Grundgesetz erwähnt haben. Weil jetzt dürfen wir das prüfen. Und ich kann Ihnen sagen, vorher durften wir das nicht prüfen. Aber jetzt, wo Sie das erwähnt haben, und natürlich steht das im Protokoll, dürfen wir das prüfen. Und ich kann Ihnen natürlich gleich sagen, was dabei rauskommt. Natürlich ist das Grundgesetz widrig. Aber man hatte uns verboten, es zu prüfen. Erwartungsgemäß wurde in der nächsten Sitzung vorgetragen, das Grundgesetz widrig. Hat die Union nicht interessiert. Der Wortlaut war, das interessiert uns doch nicht. Und da war ich wirklich entsetzt. Und die haben weiterhin an den verbindlichen Beschlüssen festgehalten. Da habe ich gesagt, so, jetzt muss ich eine andere Nummer ziehen. Da habe ich über die Franzosen gespielt. Wir hatten eine gleiche Anzahl von Franzosen auch am Tisch sitzen und haben gesagt, also Freunde, ist doch gegen eure Constitution. Da kannst du den Franzosen noch packen. Also wenn du dem Franzosen mit seiner Verfassung kommst, dann blättern sie nach. Dann haben tatsächlich die Franzosen geprüft. Und in Frankreich ist etwas Gutes im Vergleich zu unserem System. Bei uns, wenn ein offener Rechtsbruch beschlossen wird, dann musst du erstmal vor das Bundesverfassungsgericht und es dauert Ewigkeiten, bis es eventuell mal beschließt, dass es verfassungswidrig ist. In Frankreich gibt es eine automatische Prüfung durch den sogenannten Cour Constitutionnel, der jedes Gesetz, was rauskommt, auf Verfassungsmäßigkeit prüft. Und dann haben die Franzosen rausgefunden, wenn da verbindliche Beschlüsse stehen und wenn es ein Superparlament wird, dann kassiert uns das der Cour Constitutionnel. Und schließlich habe ich dann geschafft, dass die Franzosen die Verbindlichkeit abgelehnt haben. Damit wurde das, was die AfD argumentierte, tatsächlich verbindlich im Abkommen, nämlich dass es keine verbindlichen Beschlüsse geben kann, gerade nochmal von der Schippe gehüpft. Aber das sind so die Situationen, wo bereits in der letzten Wahlperiode, ohne mit der Wimper zu zucken, ohne Respekt abgefragt, und das zeigt aber, wie wichtig unsere Arbeit im Bundestag eben ist. Es ist eben nicht egal, was man wählt, sondern auch als Opposition kann man eine wesentliche Rolle spielen. Ein weiteres Beispiel, das ist jetzt ein Erfolg, den mein Kollege Ulrich Oehmer eingefahren hat aus Sachsen. Dem wünsche ich auch, dass er wieder im Bundestag ist. Der ist in der Parlamentarischen Versammlung des Europarats, wie ich, und er ist dort im Gesundheitsausschuss. Und er hat auf sehr kluge Art und Weise ein Statement hineinverhandelt, dass eine Impfpflicht in ganz Europa generell gegen die Menschenwürde verstößt. Dieser Absatz wurde mitbeschlossen. Er wurde in der Folge von mehreren weiteren Berichten zitiert und er ist damit Grundlage für Entscheidungen des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs, an denen auch die im Endeffekt Nationen gebunden sind. Die AfD, in der Person von Ulrich Oehmer in diesem Fall, hat es geschafft, ein Verbot jeglicher Impfpflicht europaweit festzuschreiben. Das ist Oppositionsarbeit vom Feinsten und da muss ich auch meinen Kollegen gut. Aber das Beste wäre natürlich, die AfD wird so stark, dass eine Regierungsbildung gegen uns nicht möglich ist. Und mal ganz ehrlich, ich kann nur alle aufrufen. Wollt ihr das mit Söders Freiheitseinschränkungen? Die waren deutlich heftiger als alles andere. Wollt ihr 3G mit Masken? Mein Wahlspruch ist immer, wir brauchen kein 3G. Wir brauchen erst recht kein 2G. Wir brauchen eine gesunde Wahlentscheidung am 26. September AfD. Ganz einfach, dann ist das Ganze weg. Wollt ihr das mit diesen Freiheitseinschränkungen oder wollt ihr es nicht? Wollt ihr Vereinigte Staaten von Europa oder wollt ihr es nicht? Wollt ihr stabile Renten, Wohlstand für alle, das Versprechen, das Ludwig Erhard mal gegeben hatte in der Union, das aber nicht mehr die Union erfüllt, sondern wir? Wollt ihr Freiheit oder wollt ihr das nicht? Das ist die Entscheidung, die alle Menschen für sich treffen müssen. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, diese Freiheit, diesen Wohlstand, das vertritt keine andere Partei als wir. Mit SPD, Grünen, Linke wird es Sozialismus geben. Da wird die ökologisch-soziale Transformation durchgezogen. Mit der CDU und CSU ebenfalls. Und mit der FDP ebenfalls. Wer sich Lindner angehört hat, der hat gesagt, ja, wir müssen ja was für den Klimawandel tun. Und die FDP sagt auch ganz deutlich in der Person von Michael Link, wir wollen die Vereinigten Staaten von Europa. Die FDP hängt auch im Hintern von Macron.
Das darf man nie vergessen. Und Emmanuel Macron ist das Gegenteil von nationaler Selbstbestimmung, ist das Gegenteil von Demokratie und ist das Gegenteil von einer Politik des Wohlstands. Das muss man wissen. Der ist doch Goldman Sachs. Bitte? Der ist doch Goldman Sachs. Der ist doch Goldman Sachs, ja, ja. Und deswegen ist es ein Scheideweg für Deutschland. Wenn wir es nicht schaffen, in diesem Deutschland die Weichen anders zu stellen, dann kann es Deutschland bald in dieser Form nicht mehr geben. Weil die Grundlagen unseres Wohlstands, weil die Grundlagen unserer Gesellschaft, weil die Grundlagen unserer Freiheit und die Grundlagen unserer Staatlichkeit zerstört werden. Dafür steht der wütende Mob da draußen, der in Hamburg übrigens auch Fensterscheiben zerstört hat, die Stadt verwüstet hat bei den G20-Dingern. Wer Freiheit möchte, wer Wohlstand möchte, wer Demokratie möchte, muss AfD wählen, denn wir haben den Mut zur Wahrheit und wir haben auch den Mut zur Freiheit. Dafür stehen wir. Dafür bin ich meinen Kollegen, die dafür immer diese 4 Jahre wirklich sehr viel gegeben haben, sich sehr viele Beleidigungen haben anhören müssen, unendlich dankbar. Und mal ganz ehrlich, was wäre schöner, als die CSU-Landesgruppe auf die Hälfte zu reduzieren? Dann wären wir auch den Söder los. Wenn die alle ihre Mandate, alle ihre Angestelltenverhältnisse verlieren, dann sind wir auch den Söder los. Und ich sage, was Besseres könnte Bayern, könnte Franken, könnte Herzogenaurach nicht passieren. Deswegen AfD. So, Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank, Norbert, für diese wirklich fulminante Rede und für die Tatsache, dass du unbedingt in den Bundestag musst. Also das wäre ein Verlust, wenn du nicht mehr im Bundestag wärst. Ja? Also das war sehr erfrischend und so weiter gleich. War sehr erfrischend, war sehr gut und ich habe mich nicht getäuscht. Der intellektuelle Blick 2013 aus der ersten Reihe, ja, der hat mich nicht getäuscht. Den hast du heute perfekt auf die Bühne hier sozusagen gebracht, ja. Und ich freue mich ja, dass ihr alle hier in diesem Saal und in dieser Stärke auch teilhaben könntet an diesen beiden tollen tollen Beiträgen unserer Gäste und natürlich auch unseres Direktkandidaten. Und jetzt gebe ich die Fragen frei, die schon lange. Normal. Was ist das eigentlich heute? Früher hieß es ja immer, normal wäre irgendwie langweilig, stinknormal und spießig. Aber heute? Ist nicht heute normal auf einmal das, was uns fehlt? Das, was wir eigentlich wollen. Denn die Welt um uns herum, die ist irgendwie so verrückt geworden. Und wir merken auf einmal, dass normal doch eigentlich etwas ganz Besonderes ist. Denn normal ist, seinen Nächsten ganz nah zu sein. Normal ist, aufzustehen und seinen Job zu machen. Normal ist eine Heimat, sind sichere Grenzen, sind saubere Straßen. Oder freie Fahrt für freie Bürger. Und ja, normal ist auch Deutschland. Normal ist einfach schön. Normal ist das, was wir alle wieder brauchen. Eine normale Zukunft. Klingt gut, oder? Deutschland. Aber normal.